Privatsphäre-Einstellungen und Datenschutz auf Facebook. Mein Name ist Philipp Saub, ich bin von der INM AG und Sie schauen website-marketing.ch. Privatsphäre-Einstellungen und Datenschutz ist das Wichtigste auf Facebook. Bevor man sich auf Facebook bewegt, sollte man dort die richtigen Einstellungen treffen. Das ist nicht ganz einfach, ich führe sie aber gleich auf Facebook durch. Ich bin hier oben rechts und klicke auf das Zahnrad und komme hier in die Privatsphäre-Einstellungen. Heute geht es im ersten Video um die Inhalte hier, im zweiten dann um die Suche nach meiner Person. Und hier fangen wir gleich beim ersten an. Wer kann deine zukünftigen Beiträge sehen? Da klicke ich drauf und habe hier die Möglichkeit von öffentlich, Freunden und anderen Einstellungen. Ich empfehle hier ganz klar Freunde, weil öffentlich sehr heikel ist. Ich kann hier aber auch benutzerdefinierte Einstellungen machen und dann komme ich hier zum Beispiel auf Listen. Wenn ich das anwähle, kann ich vorgegebene Listen anwählen, in dem Fall jetzt beispielsweise für die Firma, oder ich kann hier Menschen ausschließen, das geht natürlich auch. Sorry Brian, wenn ich ihn hier anklicke, dann sieht er nichts mehr von mir. Nun, wo erstellt man vor allem hier oben die ganzen Listen? Das zeige ich Ihnen gleich kurz in einem neuen Browser. Und zwar gehen Sie einfach links bei Facebook runter und kommen hier auf Freunde, klicken dann hier auf mehr und kommen hier auf die Übersicht Ihrer Listen, wenn Sie schon welche haben. Ansonsten können Sie hier Listen erstellen. So komme ich also zu Listen, die mir vor allem bei der Privatsphäre-Einstellung ganz entscheidend helfen können. Dann ein weiterer Punkt ist auch ganz entscheidend, wenn Sie das eingestellt haben, überprüfen Sie kurz, wie Sie andere sehen. Das können Sie ebenfalls auf Facebook machen, indem Sie hier oben beispielsweise auf Ihren Namen klicken und dann hier rechts beim Dropdown da Anzeigen aus der Sicht von, dann komme ich auf die Seite drauf und sehe jetzt im Moment die Ansicht, ich das noch wegklicke, einer öffentlichen Person. So sieht man mich also bei Facebook. Da kann man nicht mehr sehen als das, das reicht im Moment auch. Mehr möchte ich hier nicht preisgeben. Und jetzt kann ich hier oben auswählen, wen ich, aus welcher Sicht ich nun meine eigene Seite gezeigt haben will, damit ich sowas überprüfen kann. Das ist ganz entscheidend, vor allem wenn Sie Bilder drauf haben, beispielsweise von Kindern oder so, von Ihren Kindern, die Sie nicht unbedingt der ganzen Welt zeigen möchten. Das ist der erste Teil, eben diese Einträge, Beiträge, die ich zukünftig zeigen will. Und dann das Aktivitätenprotokoll, da geht es darum, was ich erstens mal markiert habe, aber auch wo ich markiert wurde. Und da haben wir hier oben einen Beitrag, da wurde ich markiert, dann kann ich hier sagen, zur Chronik hinzufügen. Ich klicke hier drauf und nun ist das Ganze bei mir in der Timeline ersichtlich. Das wähle ich also hier an, gehe wieder zurück. Nun ist dieser Eintrag auf meiner Chronik zu sehen. Das ist also das Zweite. Überprüfen Sie das, denn Leute können Sie markieren auf Bildern und so weiter. Das erscheint dann hier drin und dann geben Sie es frei oder nicht. Wird natürlich auch hier oben drin erscheinen. Hier beispielsweise habe ich Brian Graf auf einem Bild getaggt. Das muss ich auch erst freigeben, ist also ganz entscheidend, dass man sich das anschaut und dass da nicht irgendwelche Bilder nachher im Web rumschwirren, die ich nicht gezeigt haben will. Und dann der letzte Punkt ist die Vergangenheit. Ich kann also, wenn ich jetzt beispielsweise früher hier auf öffentlich war und jetzt auf Freunde umgestellt habe, kann ich das rückgängig machen. Das heißt, ich kann hier sagen, alte Beiträge beschränken, kann ich allerdings nur einmal machen, dann ist es auch passiert, geht natürlich auch nicht für Listen und dann sehen also die Öffentlichen meine Beiträge nicht mehr, sondern nur noch meine Freunde, empfehle ich Ihnen wärmstens. Das also die Einstellung zu den Inhalten. Würde mich natürlich interessieren, wie ihr da vorgegangen seid. Kommentare wie immer hier, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr hier abonnieren und dann schaut ihr euch noch den zweiten Video an zur Suche von meiner Person. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INM AG, Sie haben website-marketing.ch geschaut.